Hallo und herzlich willkommen, liebe Modellweinfreunde, zu Freitalk. Ja, eine Woche ist schon wieder rum. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mit meinem heutigen Freitalk möchte ich ein besonders, ich sag's mal so, brennendes Thema ansprechen. Corona, Rohstoffknappheit und Lieferengpässe haben die internationalen Lieferketten durcheinander gebracht. Die Weltwirtschaft scheint aus den Fugen geraten und gleicht zunehmend einer globalen Mangelverwaltung. Wer glaubt, dass die Modellbahnindustrie mit einem blauen Auge davonkommt, sieht sich jetzt mit der Realität schmerzhaft konfrontiert. Nichts ist mehr so, wie wir es seit vielen Jahren gewohnt waren. Seit der Corona-Pandemie hatte die Branche erstmal kräftig zugelegt. Neben einem harten Kern an Modelleisenbahnern, die ihre Anlagen ergänzten oder ausbauten, gab es auch viele Neueinsteiger und erfreulicherweise zunehmend junge Familien. Wir glaubten also alle gerade noch mal die Kurve gekriegt zu haben. Doch nun ist die Modellbahnbranche und vor allem der Handel in schwieriges Fahrwasser geraten. Was nun? Darüber möchte ich heute mit meinem Talkgast Jürgen Lindner, dem Geschäftsführer von ESO, sprechen. Hallo Jürgen, Grüße nach Neu-Ulm und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses nicht ganz einfache Thema zu sprechen. Hallo Frank, Grüße zurück in die Hauptstadt. Danke, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir über dieses in der Tat sehr schwierige Thema zu sprechen. Was ist denn jetzt in den letzten Jahren passiert? Denn 2020 zur Messe in Nürnberg schien die Welt ja noch in Ordnung gewesen zu sein. Ja, das stimmt. Wir waren alle auf der Spielwarenmesse 2020 sozusagen im Business-as-usual-Modus und konnten nicht ahnen, dass kaum 8 Wochen später wir alle zu Hause in dem ersten Lockdown sitzen würden. Und wir waren dann natürlich Anfang 2020 alle erstmal etwas ratlos. Ich glaube, das geht uns allen so, wenn man an diese Zeit zurückdenkt. Und wir wussten nicht, was passieren wird, weil insbesondere der Einzelhandel ja geschlossen war. Das heißt, wir gingen eigentlich im Jahre 2020 erstmal davon aus, dass es ein sehr schwieriges Jahr werden würde. Und wir haben auch entsprechend dann die Planungen etwas angepasst, so gut es eben ging, weil in unserer Branche oder insbesondere in der Elektronikbranche planen wir in der Regel mindestens 1 bis 1,5 Jahre im Voraus, zumindest was die Verfügbarkeit von Produkten angeht. Das stimmt ja auch. Wir hatten ja eigentlich während der Corona-Zeit und dem harten Lockdown, den wir hatten, ja eigentlich nur ein Lieferproblem. Das heißt also, die Post, DHL oder wer auch immer, hatte da ein bisschen Probleme bekommen aufgrund von Erkrankungen von Leuten etc. pp. Das war ja alles noch zu stemmen. Und die letzten 2 Jahre haben ja auch gezeigt, dass wir uns da ein bisschen eingependelt haben. Aber dann kam ja ein Riesenereignis. Ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob es der Frachter im Suezkanal ausgelöst hat, aber wir merkten schon im Laufe der Zeit, dass Rohstoffknappheit eine große Rolle gespielt hat und da traten auch schon die ersten Lieferengpässe auf. Ja, das stimmt. Also nach dem ersten Schock im Jahr 2020 hat sich sehr schnell herausgestellt, dass auch die Händler recht kreativ waren, dahingehend, dass sie die Ware trotzdem bei uns bestellt hatten und es irgendwie geschafft haben, ihre Kunden zu bedienen. Also wir waren da erstmal sehr überrascht und ab Mai, Juni 2020 lief das Geschäft bei uns eigentlich erstmal mindestens normal, beziehungsweise wir hatten dann schon festgestellt, dass sich der Bedarf eigentlich nach oben entwickelt. Also es ist genau das passiert, was du eingangs gesagt hast. Die Leute saßen natürlich zwangsläufig zu Hause, konnten weder ins Restaurant gehen noch in den geliebten Sommerurlaub und haben letztendlich sich der Modellbahn gewidmet. Was ja ganz gut für uns war, ne? Das war natürlich erstmal sehr gut und ich glaube, niemand hat sich beschwert. Und das gesamte Jahr 2020 sind wir zumindest bei ESO recht gut auch lieferbar gewesen, einfach dahingehend oder aus dem Grund, weil wir natürlich sehr viel Ware, die schon für Anfang bzw. Mitte 2021 geplant war, bereits 2020 verkauft hatten. Denkt daran, dass wir halt sehr, sehr lange Vorlaufzeiten haben. Das Problem kam dann eigentlich erst Mitte oder Anfang 2022 auf uns zu.
als sozusagen die Ware aus war und wir eigentlich keinen Nachschub mehr gekriegt haben. Das hat mehrere Gründe. Der eine war natürlich Corona mit entsprechend vielen Lockdowns. Der zweite war dann die Logistikkrise, die du schon angesprochen hast. Dazu kann ich später vielleicht noch ein bisschen was Genaueres sagen. Und der dritte Grund, der uns bei ESO natürlich heftigst getroffen hat und eigentlich immer noch betrifft, ist die sogenannte Chip-Krise. Also alle diese drei Sachen kamen zusammen und beschäftigen auch insbesondere mich persönlich seit wirklich Anfang dieses Jahres intensiv und fast eigentlich nur noch. Ich hatte ja mal im Internet schon noch ein bisschen recherchiert. Das zieht sich ja eigentlich durch die ganze Branche durch. Es ist aber immer noch, muss ich sagen, sehr bewundernswert gewesen, wie die Branche darauf reagiert hat und versucht hat, aus dem Mangel noch ein bisschen was zu machen, dass noch ein bisschen was kommt. Aber nun scheint ein Riesenknick da zu sein. Und das ist eigentlich, denke ich mal, auch ein bisschen das Gefährliche. Und vor allen Dingen war ja mal ein Thema, man liest es ja auch im Internet immer wieder, die Modellbahner beschweren sich, ja, die Preise sind gestiegen, das kann keiner mehr bezahlen. Aber das Steigen der Preise hat ja auch Ursachen gehabt. Also hier kommt natürlich eins zum anderen. Global gesehen ist natürlich im Jahr 2021 ein sehr, sehr hoher Bedarf entstanden an Konsumgütern, sprich Xboxen, Mobile Phones, also alles, was man zu Hause benutzen kann in elektronischen Produkten. Und hier vor allem in den USA, weil ja die einige Stimulus-Schecks von der Regierung erhalten hatten. Und das ist genauso wie geplant von der amerikanischen Regierung in den Konsum geflossen. Das bedeutet, die Produktion von Consumer Goods und Elektronik wie Fernseher und Xboxen eben und alles, was man zu Hause benutzen kann, ist rapide angestiegen, bei gleichzeitig knapper Verfügbarkeit von ICs, weil eben durch die Lockdowns in Asien die IC-Fabriken und die Wafer Fabs nicht so arbeiten konnten wie geplant. Das führte dann bei uns ab Mai 2021 dazu, dass plötzlich unsere Lieferanten uns ohne vorherige Notiz mitgeteilt haben, wir kriegen keine Chips mehr. Und dann waren wir natürlich ab Mai 2021 im Krisen- und Alarmmodus. Das heißt, wir haben die komplette Produktion umstellen müssen, haben die wertvollen, wenigen verfügbaren Chips eben in die Hauptprodukte gesteckt. Andere Produkte, die sozusagen nicht so wichtig für das Überleben der Firma ESO waren, also nicht zum innersten Blutkreislauf gehören, wurden überhaupt nicht produziert. So zum Beispiel unsere beliebte Log-Pilot-Reihe, weil die Chips sich eben mit den Log-Sounds sozusagen dieselben Chips benutzen, mussten wir das eine Produkt komplett erstmal stoppen in der Produktion. Andere Produkte brauchen ICs, die es gerade gar nicht gibt, je nachdem, was man halt eben für einen Hersteller hat. Und so führte es natürlich erstmal dazu, dass wir deutlich weniger Ware nachproduzieren konnten. Und ab spätestens August 2021 waren dann unsere Lager sozusagen leer, also Tasche leer, wie man so schön sagt. Und dann ging natürlich die große Lieferkrise überhaupt erst sichtbar los. Gleichzeitig, und dieser Trend hält leider immer noch an, verlangen die Chip-Hersteller oder halt die elektronischen, die Hersteller von Elektronikkomponenten ständig wesentlich mehr Geld für ihre Produkte. Was also passiert im Moment ist, ich habe ICs als Beispiel, die ich schon letztes Jahr bestellt habe im Mai für einen bestimmten Preis, sagen wir einfach mal eins, und die sagen mir plötzlich, ja, Herr Lindner, Sie können die ICs irgendwann nächstes Jahr haben, aber dann kosten sie plötzlich doppelt so viel. Sie haben jetzt die Möglichkeit, diese neuen Preise zu akzeptieren oder zu stornieren. Natürlich, wenn ich storniere, kriege ich gar nichts, das geht nicht. Also würden wir im Prinzip geradezu gezwungen, die neuen Preise zu akzeptieren. Diese Preisspirale ist seit Anfang dieses Jahres massiv. Die geht jede Woche oder alle zwei Wochen nach oben. Was natürlich auch dazu führt, wenn die Preise grundsätzlich steigen, halten die Hersteller oder insbesondere die Händler Produkte, also Ware, die sie da haben im Lager, noch zurück, weil die zum Spekulieren anfangen. Die sagen jetzt, warum soll ich der ESO ein Produkt heute verkaufen? Ich warte vier Wochen, dann kriege ich mehr dafür. Also diese Spirale ist immer noch im Laufen und führt natürlich zu unglaublichen Kostenexplosionen, was die Einkaufsseite angeht. Das ist also der erste und der größte Teil der Preissteigerung. Und bei gleichzeitiger Preissteigerung sind wir eigentlich in der Mangelverwaltung, dass wir eigentlich die ICs, die wir angeboten kriegen, zu mehr oder weniger jedem Preis theoretisch kaufen müssen,
Weil wenn wir sie nicht kaufen, obwohl wir bindende Contracts, also bindende Verträge mit den Lieferanten haben, wenn wir darauf pochen, auf die Verträge, dann wird uns gesagt, dann kriegt er halt nichts. Ja, und dazu. Und dazu kommt ja auch noch, und das klingt ja nun nicht gerade sehr aussichtsreich, muss ich sagen, für die Zukunft. Wir wollen mal hoffen, dass sich das irgendwann mal ändert. Aber dazu kommen ja auch die gestiegenen Transportkosten, und das muss der Hersteller ja alles schultern. Genau, die Logistikkrise kommt dann natürlich noch dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ever Given, glaube ich, war es im Suezkanal, hat uns jetzt nicht wirklich betroffen, weil wir als ESO das Glück hatten, dass wir einen Container erst kurz vorher durch den Suezkanal geschickt hatten und andere Container erst deutlich später wieder geplant waren. Und überhaupt geht in der Elektronik, diese Bauteile werden sehr viel auch in der Luft sozusagen bewegt, weil der Seetransport bei diesen Temperaturen tut elektronischen Komponenten auch nicht unbedingt gut. Aber die Logistikkrise ist auch vorwiegend deswegen entstanden, weil so viele Consumer Goods eben unterwegs waren nach USA oder nach Europa und die Häfen ursprünglich nicht mehr nachkamen mit der Entladung. Das heißt, die gesamten Fahrpläne der Schiffe, und das sehen Sie ja in den Nachrichten immer noch, hat sich komplett sozusagen in Luft aufgelöst. Das heißt, Schiffe, die nicht rechtzeitig im Hafen entladen werden können, können nicht zurückfahren und nicht neue Fracht aufnehmen. Dadurch ist das gesamte relativ ungetaktete Logistiknetzwerk so aus den Fugen geraten, dass weder Schiffe verfügbar waren noch leere Container. Und dann der Rest ist letztendlich gerade Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Wenn man die Quartals- oder halt die Jahreszahlen der großen Shipping-Companies wie MSC, Hapag-Lloyd oder Maersk anguckt, die haben ja ihre Gewinne um Milliarden gesteigert, weil die Kosten für einen Seecontainer sind von etwa 2.500 Dollar auf bis zu 14.000 Dollar nach oben geschnellt. Das heißt, für die gleiche Fracht habe ich quasi 10.000 Dollar mehr zahlen müssen. Und dieser Trend hält es immer noch an. Also die Preise gehen jetzt gerade wieder nach oben. Und diese Fahrkosten müssen wir natürlich entsprechend auf die Preise irgendwo umlegen. Das ist leider nicht komplett von uns zu stellen. Ja, genau. Wir haben natürlich schon Anfang des Jahres gesehen, dass diese gesamte Chip-Krise, Corona- und Logistikkrise natürlich auch zu Verwerfungen führen wird. Wir bei ESO haben uns dazu entschlossen, keine allgemeinen Preiserhöhungen durchzuführen, um dieses Thema Modellbahn nicht komplett abzuwürgen. Viele unserer Kunden sind eh schon ein bisschen angesäuert, weil wir so schlecht liefern können. Und da wollte ich nicht auch noch zusätzlich, was eigentlich logisch gewesen wäre marktwirtschaftlich, dass ich das knappe Gut noch zusätzlich verteuere. Aber ich bin ja eigentlich ein optimistischer Mensch und denke immer noch, es wird mal wieder besser. Deshalb sagte ich, okay, wir schlucken das jetzt mal sozusagen intern bei ESO so gut wie es geht. Und wir haben also definitiv keine globale oder generelle Preiserhöhung durchgeführt, sondern nur punktuell, wo es gar nicht anders ging, die Preise in moderaten 2, 3, maximal mal 5% erhöht. Was in meinen Augen immer noch sehr gut ist, wenn man die Inflationsrate im Kopf hat, die gestiegenen Kosten. Und einen anderen Punkt habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, der wird in der Diskussion eigentlich wenig gesehen, ist der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar. Der war ja letztes Jahr nur zwischen 1,10 und 1,15. Jetzt sind wir irgendwo zwischen 1,5 und 1,10. Das heißt, die Waren, die wir in Asien einkaufen, verteuerten sich in einem Jahr um etwa 5 bis 10% einfach durch Wechselkursschwankungen. Das heißt, weder der Hersteller in Asien kriegt mehr Geld, der hatte den Preis gar nicht erhöhen müssen, noch wir haben irgendwie Preiserhöhungen in US-Dollar hinnehmen müssen, aber einfach da, aus dem Grund, dass der Euro so schwach war, hat sich die Ware bei uns verteuert. Und 5 bis 10% ist nicht mal wenig. Ja, das ist ja auch ein einfaches Rechenbeispiel, was man da durchführen kann. Man kann nur hoffen, dass diese Dinge sich mal ändern. Aber ich hatte jetzt zum Schluss noch eine ganz kleine provokative Frage. Auch an dich werde ich die stellen. War denn oder ist denn die Globalisierung in dem Sinne, wie sie jetzt stattgefunden hat, war das wirtschaftlich ein Fehler? Also die Globalisierung, so wie sie jetzt stattfand oder im Prinzip seit, ich denke mal, seit den 80ern stattfindet, ist zumindest für uns in Westeuropa beziehungsweise insbesondere in Deutschland ein Segen. Wir sind ja nach wie vor Exportweltmeister. Auch wir in ESO exportieren deutlich mehr Produkte in alle Welt, als wir im Inland verkaufen.
das bedeutet, die Globalisierung sozusagen in Frage zu stellen oder gar zu meinen, dass man das in irgendeiner Form wieder rückgängig machen kann, ist, glaube ich, eine Illusion oder ich sage jetzt mal eine romantische Vorstellung, die auch nicht stattfinden kann. Wir haben sowieso hier in Deutschland keine Arbeitskräfte und auch in Europa sind sie sehr knapp. Also die Vorstellung, dass wir Aufgaben, die wir global in anderen Ländern erledigen, wieder bei uns durchführen können, würde ja bedeuten, dass wir an anderer Stelle vielleicht Arbeitskräfte nicht mehr einsetzen. Aber wir haben ja nicht einen Überfluss an Arbeitskräften in Europa, sondern wir arbeiten ja alle am Anschlag. Also die Globalisierung hat uns alle in hohen Wohlstand gebracht und letztendlich auch Produkte ermöglicht, und zwar in Händen von vielen, die wir ansonsten nicht hätten. Wie gesagt, wir bei ESO sind ein internationales Team. Wir haben 3 Standorte weltweit. Wir bekennen uns natürlich auch dazu, dass wir weltweit aufgestellt sind. Für uns kommt es gar nicht in Frage, diese Frage mit Globalisierung oder nicht, die stellen wir uns gar nicht. Okay. Also wir gucken natürlich als ESO, dass wir witzigerweise auch als kleiner Modellbahnhersteller mit 20 Mitarbeitern im bayerischen Neu-Ulm sind wir von der gesamten Welle der globalen Fragestellungen betroffen. Wir arbeiten sehr daran, diese Chip-Krise zu überwinden, indem wir noch mehr Material bestellen, indem wir noch frühzeitiger planen. Beispielsweise planen wir bereits jetzt die Produktion von Elektronikbauteilen und Decodern, die wir Ende 2023 bzw. Anfang 2024 verkaufen wollen. Das heißt, ich brauche eigentlich eine sehr große Glaskugel, um zu wissen, wie viele Decoder meine Endkunden und meine Händler zum Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr bestellen werden. Du merkst schon, Frank, das ist natürlich mit gewissen Unsicherheiten behaftet, zumal man ja auch nicht weiß, ob was hier so passiert. Aber ich habe im Prinzip nur diese Möglichkeit, entsprechend darauf zu reagieren. Wir machen Redesigns, damit wir Produkte mit anderen ICs benutzen können, die es dann eben im Moment gerade besser gibt als die ursprünglichen. Das haben wir auch im ersten Halbjahr 2022 massiv gemacht. Wir buchen jetzt schon Container aus Asien, die wir im Prinzip im September erst brauchen, obwohl ich noch gar keinen Preis dafür habe. So reserviere ich mir trotzdem jetzt schon einen, so gut Zeit geht. Also wir sind ja Berufsoptimisten bei ESO. Es macht die Situation uns keinen Spaß, das ist klar. Wir wollen auch unseren Kunden und unseren Händlern nicht immer sagen müssen, warum was nicht kommt. Aber im Moment müssen wir tatsächlich sagen, wir müssen ein bisschen noch Geduld haben und Durchhaltevermögen. Es gibt schon erste Mini-Indikatoren, gerade Anfang dieser Woche habe ich schon E-Mails und Signale aus Asien erhalten, dass wir vielleicht den Peak an der Knappheit jetzt langsam erreichen. Das sind für mich erstmal gute Neuheiten, wenn es wirklich so kommt. Mit diesen guten Neuheiten und Aussichten und mit deiner riesengroßen Glaskugel, die du hoffentlich richtig durchschaust, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Es ist sicherlich auch mal schön gewesen zu hören aus einem Fachmund, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Und ich denke mal, wir haben ein kleines Stückchen Aufklärung betrieben. Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen, für das Gespräch. Dankeschön und schönes Wochenende nach Neu-Ulm. Danke, wünsche ich dir auch und vielen Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, bleiben wir alle optimistisch. Ich bin es auch und ich glaube, es wird auf jeden Fall alles wieder gut. Und jetzt, liebe Freunde, greife ich noch ins X-Train Viking Sammler- und Sondermodellregal. Was für eine Wortschöpfung. Hier also meine Wochenendangebote für Sie. Mit der Artikelnummer 088266 in H0. Ein besonders schöner Tanksattelzug Mercedes-Benz Pullman in einer wunderschönen Farbgebung grün mit BP-Bedruckung. So viel Zeit muss sein. Es ist eine einmalige Serie, eine limitierte Auflage von 1000 Stück für 34,99 €. Mit der Artikelnummer 099099, tolle Zahl, auch wieder in H0, ein Set, ein Magirus Baubullen-Set bestehend aus einem Magirus Kipper, einem Muldenkipper und einer Zugmaschine für 49,99 €.
und 99 Cent. Mit der Artikelnummer 036154 ebenfalls in H0 ein Traktor Fendt 939 Vario. Auch das ist eine limitierte Auflage von 750 Stück für 14,99 Euro. Und mit der Artikelnummer 815201 ebenfalls in H0-Ausführung ein Mercedes-Benz 240D mit Anhänger der Schlotmann-Transporte. Der Mercedes-Benz 240D, ein Klassiker unter den Mercedes-Sessen, ja, sage ich jetzt mal so. Ein Wedes Exklusivmodell, Limitierung auf 1000 Stück zum Sonderpreis von 29,99. Mit der Artikelnummer 004048, auch in H0, ein VW 181 Kübelwagen in Rapsgelb für 11,99 Euro. Und last but not least, mit der Artikelnummer 077427 in H0 ebenfalls ein Pritschen-LKW MAN TGL DHL fernsteuerbar. Das Fernsteuermodul mit der Artikel 077410 ist nicht im Lieferumfang enthalten, muss also extra erworben werden. Dieses fernsteuerbare Modell wird angeboten zum Preis von 99,95. Weitere Viking-Modellautos finden Sie auf xtrain24.de. Ja, und das war's für heute. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, ausnahmsweise erst in 14 Tagen zu einer neuen Ausgabe von Freitalk. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus, am besten mit Modellwagen. Tschüss, Ihr Frank Buttig.